Herzlich willkommen zu Tore ins Licht. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und heute ist ein ganz besonderes Webinar. Einerseits starten wir heute mit einer neuen Reihe, mit einem neuen Sendeformat Tore ins Licht. Ich gehe da gleich noch mal drauf ein. Andererseits habe ich heute zwei Gäste eingeladen und ich bin schon ganz gespannt und ich freue mich wahnsinnig auf Giovanni der Gral, Heiler und Lichtarbeiter, und seine Weggefährtin und auch Heilerin Ulrike Heidler, die gerade ein bisschen Probleme hat noch mit der Technik, aber lassen wir da nicht uns zu sehr verunsichern. Herzlich willkommen, Gio. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, und ich bin ganz Ich freue gespannt mich auch. auf den Vortrag. Hallo, Gio. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf bei euch allen. Und wir werden bestimmt eine interessante Zeit miteinander verbringen. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher. Am Anfang die Frage wie immer, könnt ihr uns gut hören und sehen soweit? Passt das mit, was das Technische angeht? Sind wir gut zu verstehen oder sollten wir lauter den Ton stellen? Passt das soweit? Dann werden wir nämlich auch gleich starten. Alles prima, wunderbar, okay. Wir sind heute sehr viele, das Webinar ist ausgebucht. Heute Morgen habe ich geschaut, da ist das Webinar ausgebucht. Ich werde den Chat ansonsten auch gleich mal ausstellen. Oder vielleicht, wenn ihr einfach euch ein wenig erst einmal den Vortrag lauscht, brauche ich ihn vielleicht auch nicht ausstellen, dass wir da nicht zu sehr jetzt von den Energien uns ablenken, beziehungsweise weil so viele dabei sind, ja, es sind ja 250, fast 250 Leute dabei. Da kommen sicher noch einige dazu. Wie ich das Ganze einschätze, werden wir sicher 300 heute sein, die hier zuschauen. Deswegen wäre es gut, wenn wir den Chat, ja, wirklich nur für Dringendes. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sonst auch in den Chat reinstellen. Wir Moderatoren sehen den Chat. Ja, die Ulrike ist jetzt da. Ich Hallo. begrüße dich, Ulrike. Hallo Ich Robin. freue mich. Hallo, Ich Ulrike. freue mich Schön, auch, dass hier du zu dabei sein. bist. Mein PC ist jetzt gerade eben schon zweimal abgestürzt. Also wenn ich weg bin, ich schaue, dass ich wieder reinkomme, aber irgendwas möchte nicht, dass ich jetzt hier dabei Kommst bin wieder. anscheinend. Ja, ich denke, dass du das auf jeden Fall noch lösen wirst, wenn du nämlich das erste Mal jetzt bei Sofengo dabei bist. Das kann gut sein, dass da der neueste Flash-Player oder etc. Aber lass uns einfach starten. Tore ins Licht beginnt heute. Die Anregung kam aus der geistigen Welt. Die hatte sich gewünscht, dass ich ein Sendeformat ins Leben rufe, dass ich explizit der Lichtarbeit widmet, wo ich auch Gäste einladen darf. Diesbezüglich bin ich auch zum Gio geleitet worden. Und ja, ich habe da diesbezüglich gleich die Chance ergriffen und ihn gefragt, ob er diesbezüglich Lust hat, diese Sendung zu machen. Und deswegen hat mich sehr gefreut, dass er zugesagt hat. Tore ins Licht, es geht darum, dass wir Lichttore kreieren, Lichttore manifestieren und mit Lichtarbeit beschäftigt sich der Gio. Du kennst mich ja sicher schon, lieber Zuschauer, du weißt ja, dass ich diesbezüglich schon ja, sehr lange auf diesem Gebiet tätig bin, was Lichtarbeit und Aufstieg angeht. Gestern in meinem Webinar Kosmos und Seele habe ich ja ausführlich darüber gesprochen, dass gerade jetzt in den nächsten Wochen, was die Erhöhung der Energien angeht, wir in einem ganz wichtigen Prozess drinstecken. Umso mehr freut es mich, heute jemanden hier in der Sendung dabei zu haben, der diese Energien, der eine Möglichkeit gefunden hat, die Energien der Erde, die Schwingung der Erde, die Schwingung, unsere Schwingung, in der wir leben, zu messen. Ja, und bevor wir auf das eingehen, möchte ich kurz Gio
ein paar Worte, also an Gio bitten, dass er vielleicht ein paar Worte sagt, wie es bei ihm begonnen hat, weil manche kennen ihn, bin ich mir sicher, den Gio, weil er ja als Heiler tätig ist und er diesbezüglich eine ganz besondere Methode entwickelt hat. Wie bist du zu dieser Methode gekommen, Gio? Vielleicht kannst du was darüber sagen. Das war ganz spannend an sich, um mich zu finden, sage ich mal so, bin ich nach Sizilien gezogen, habe mein ganzes Leben umgekrempelt und dann saß ich dann in Sizilien. An sich wollte ich nur ein bisschen heilen und dann schöne, gemütlichen, warmen, weil ich die Wärme über alles liebe und die Sonne, warmen Lebensabend verbringen in Sizilien, am Meer, direkt am Meer. Ich hatte auch eine wunderschöne Wohnung dort. Und dann habe ich da mein Zimmer eingerichtet zum Arbeiten. Und dann habe ich sehr viel meditiert und mit Joshua wirklich mein Verhältnis richtig aufgebaut. Und dann hatte ich eben durch Joshua die Möglichkeit, dass er mir gesagt hat, du willst arbeiten, dann arbeite über die Augen. Und so kam dann dieser Begriff Healing Eyes. Und so war ich die ersten Jahre ganz bekannt, praktisch überall auf der Welt durfte ich Menschen helfen. Ein Wort noch dazu, wenn man immer sagt, Heiler. Ich werde zwei Begriffe da unbedingt heute zur Sprache bringen. Also, wir sind alle keine Heiler. Das ist der allgemeine Begriff. Wir sind einfach Helfer zur Selbstheilung. Und mit Titeln, die Zeit, wo wir da auf Titel stolz waren oder im Ego da drin waren, die sind längst vorbei. Jetzt regiert nur noch die Liebe und dieser Name auch, wo ich dann sehr viel gefragt wurde, warum Giovanni, der Gral, da waren ganz viele, die haben gesagt, der spinnt der Mann, wie kann der sich der Heilige Gral nennen? Ich habe mich nie der Heilige Gral genannt. Ich habe einfach nur gesagt, mein Vorname in Luxemburgisch ist Jean oder Französisch und übersetzt auf Italienisch kommt da Giovanni raus. Und dann ist an sich mein Nachname Graul. Und dann habe ich gesagt, okay, an sich bin ich ja ein Trinkgefäß, wenn ich diese Energie weitergebe. Und ein Trinkgefäß war zu Joshua Zeiten oder Jesu Zeiten, war das ein normalerweise für arme Leute oder normale Bürger. Ein Holzkelch, ein Schöpfgefäß, wo man am Brunnen eben sein Wasser schöpfen konnte. Und der Gral an sich, der Grals Begriff nachher, das war nur, weil Jesus zum Abendmahl mit seinen Jüngern bei einem reichen Mann eingeladen war. Da war ein wunderschöner Gral, der ihm gereicht wurde mit Wein und kostbaren Dingen. Aber ich habe das immer so gesehen, dieser Name, dass ich mich einfach als Schöpfergefäß zum Schöpfen, um diese Energie weiterzugeben, zur Verfügung gestellt hatte. So ist dieser Name entstanden. Und diese Fähigkeit, über die Augen zu arbeiten, diese Energie weiterzugeben, das nennt man fokussieren. Und das ist eine wunderbare Art, die sich herauskristallisiert hat, weil ich einfach da unten ein relativ kleinen Dorf oder Stadt gelebt habe. Und da war nicht so viel Potenzial an Kunden da. Und so habe ich dann angefangen, Kontakte zu suchen. Und so durfte ich dann viele Menschen helfen, damals von da aus, in Deutschland, überall in Europa, in Amerika sogar. Und das war eine ganz spannende Zeit. Ja, wunderbar, wunderbar. Vielen Dank für den kurzen Einblick, weil manche,
der Zuschauer sicher dich vielleicht noch gar nicht so kannten, beziehungsweise ja, sehr interessant auf jeden Fall, wie du zu deiner Berufung geführt worden bist. Ja, mittlerweile, also ich kenne dich ja vor allen Dingen auch das, was du täglich machst, deine Messungen der Liebesenergie, ja, die Facebook in der Facebook-Welt geteilt werden. Vielleicht kennen dich manche auch von diesem kosmischen Society, da gehen wir später nochmal drauf ein. Was mich jetzt interessiert und wo ich da auch schon ganz gespannt bin, wie du zu den Messungen gekommen bist, beziehungsweise vielleicht kannst du auch uns erklären, wie diese Messungen ja, von dir vollzogen werden. Ja? Weil das, denke ich, gerade jetzt in der Zeit, wo wir immer mehr Menschen ein Verständnis für unser Leben entwickeln, dass alles Energie ist und dass die Energien sich wandeln und der Begriff Aufstieg in aller Munde ist, vor allen Dingen eben in der spirituellen Szene, was ja im Grunde genommen nichts weiter bedeutet, als dass der Energielevel angehoben wird, ja, von der Schwingung her, dass wir höher schwingen, finde ich es wunderbar, dass du da eine Methode entwickelt hast, wo wir eben die Die Schwingungen Schwingungen messen können. messen können. Ja, man muss dazu eines sagen. Ich habe diese Methode nicht erfunden. Wenn du mal weiterklickst, vielleicht so lieb bist oder ich tue das, ja. Bowis-fähiger Tabellenpendel steht da. Und Alfred Bowis war ein französischer Physiker. Der, heute würden wir sagen, der hat gechannelt, ja, der empfing diese Botschaften aus der geistigen Welt und hat festgestellt, wenn du vielleicht auf das nächste Bild gehst, so, das ist ein Radiograph nach Alfred Bowis, das wurde von ihm entworfen und das war sozusagen seine Tabelle. Man musste dann mit dem Pendel das mit dieser Tabelle arbeiten. Also Bowis war ein französischer Physiker, der um die Jahrhundertwende gelebt hat und er hatte sehr viel Gutes bewirkt, wurde auch, so wie ich auch heute, für verrückt erklärt, dass man solche Werte messen kann. Und das Wichtigste bei dieser Sache ist, dass, wie gesagt, nicht ich das erfunden habe. Ich arbeite mit dieser Methode, die sich Radiästhesie nennt. Und diese Radiästhesie heißt, man kann mit dem Pendel detektieren, was ganz feinstoffliche Schwingungen sind, die man nicht sieht. Meine Strom, ganz klar, kann ich auch nicht sehen, aber Strom kann ich fühlen, wenn ich die Finger in die Steckdose stecke. Und mit der Energie, die im Kosmos ist, ist es genauso. Wir alle sind Energie und man kann alles messen. Ich kann deine Energie messen, Robby. Ich kann feststellen, wie deine Chakren arbeiten. Alles über Radiästhesie, weil du dich als Seele im morphogenetischen Raum befindest. Und so hat man ein Modell von dir, was ich messen kann. Und zu dem Bezug möchte ich eine Sache noch erwähnen. Manchmal bin ich auch für das LKA tätig, zum Beispiel, weil Menschen, die verschwinden, Menschen, die gestorben sind oder den Selbsttod gewählt haben, um die ausfindig zu machen. Und da kann ich immer mit Hilfe von Ulrike, wir machen alle diese Arbeiten immer zusammen, auch die Messungen. Und mit ihrer Hilfe nehmen wir dann Pläne, Landkarten und so weiter und können doch über diesen Weg auspendeln, wo diese Person sich eventuell aufhält oder ob sie noch am Leben ist, wie weit ihre Chakren offen sind. Ich hatte jetzt im Raum Hannover ein kleines Mädchen, was zu dem Zeitpunkt, wo ich sie ausgeblendet hat, noch gelebt hat.
Und dann konnte ich feststellen, mit dieser Methode der Radiästhesie konnte ich feststellen sogar, dass sie eine Kapuze über den Kopf hatte, weil ihr Scheitelchakra eben weniger gestrahlt hat oder weniger Prozent hatte und dann rechten Hand und linken Fuß quasi festgebunden. Also man kann schon über diesen Weg mithilfe der Selbstverständlichkeit der geistigen Welt, anders geht es gar nicht. Da hätte ich Joshua da nicht an meiner Seite oder unserer Seite, könnte man da gar nichts machen. Ne? Also man soll sich da verbinden und das ist Ulrike ihr Part immer bei diesen fantastischen Workshops, die wir ja auch beibringen, den Menschen das, diese Radiästhesie beibringen. Denn jeder kann das. Wir sind alle Schöpferkräfte und wir können alles. Ne? Nur dieser Weg, der was gelaufen ist mit dieser Radiästhesie, das war ein Auftrag von Joshua. Für die, Okay. die sich nicht so auskennen, Joshua ist der hebräische Name, sein Geburtsname von Jesus. Jesus, den Namen Jesus haben die Römer ihm erst später gegeben. Den mag er nicht so. Okay. Okay. Habt ihr die Boxen Habt ihr an? die Boxen an? Ja, ich wollte das so drücken. Hast du einen Widerhall? Das, Das, ja, die ja, Zuschauer die haben einen Zuschauer Widerhall. haben einen Widerhall. Okay, dann mache ich das wieder an. Die Technik. So, So. es ist wieder Ruhe eingekehrt. Ja, wunderbar. Entschuldigung. Deswegen müssen wir das So. mit Headset machen, weil das Ja, sonst. ich habe jetzt verstanden. Ich habe gedacht, ich wollte Ulrike einfach teilhaben lassen, weil sie sonst nichts hört, außer das für sich selbst. Okay. Auf jeden Fall sehr interessant, die Methodik. Wie lange misst du denn schon eigentlich jetzt diese Schwingung? Also messen tue ich schon seit mehr als 6 Jahren, weil ich immer die Menschen, die wir behandelt haben, oder ich damals da unten behandelt habe, habe ich immer gemessen vor der Behandlung und nach der Behandlung. Es hat mich einfach interessiert zu sehen, wie viel gute Schwingung ich da aktivieren konnte bei jedem Menschen. Und als ich dann nach Deutschland kam, 2010, okay, wann, wann, 2011. 11, ja, dann bin ich hier in Deutschland angekommen und dann mit Ulrike zusammen kam dann auch der Auftrag, sage ich mal so, dass wir die Erdschwingung messen sollten von Joshua, weil dies eine Bewandtnis hätte. Und wir haben ja zu dem Zeitpunkt alle geplant auf 2012 hin. Und ich habe damals noch nicht so richtig begriffen, warum, dass das so wichtig wäre, dass wir da messen sollten. Ich habe aber ganz brav gehorcht und gebe mir immer Mühe, das so zu machen. Und als dann 2012 kam, dann haben wir alle sehnsüchtig darauf gewartet, dass ein großer Knall passiert. Aber dem war nicht so. Viel später haben wir erst begriffen, dass das stufenweise ein Prozess, ein Entwicklungsprozess des Aufstiegs sein sollte. Und da sind wir aber jetzt so ziemlich im letzten Drittel, würde ich sagen, von diesem Aufstiegsprozess. Und jeden Tag kann man das messen, das tun wir ganz gewissentlich. Und manchmal sagt Joshua, so wie gestern zum Beispiel, wo persönlich habe ich empfunden, wir haben eine kleine Ruhepause und dann am späten Abend war dann wieder ein Schuss, der hochging, ein Schub. Und dann mache ich manchmal eine Zwischenmessung, wenn Joshua mir das dann aufträgt. Ja. Ansonsten mache ich nur normale Messungen jeden Morgen.
Die Zeiten sind unterschiedlich. Manchmal um 5, wenn wir sagen um 5, oder um 10, wenn kein Drang da ist oder Dringlichkeit da ist, dass es schnell gehen soll. Ja, sehr interessant. Und wie kannst du vielleicht was zur Entwicklung sagen, wie das in den, wenn du jetzt seit 3, 4 Jahren die Messwerte erhebst, wie sich das, diese Energien entwickelt haben? Ja, vielleicht kannst du da noch ein Ja, paar Sätze dazu am sagen. Anfang war das, ja, am Anfang war das ganz lustig. Dann normal, dann gingen wir normal, die Zahlenreihen gingen wir hoch. Und da hatte ich ganz, ganz viele Helfer, weil ich bin kein Mathematiker, ganz klar. In der Richtung bin ich Laie. Ich habe zwar meine Ausbildungen, aber jetzt nicht in spezifisch mathematischen Kursen. Und da war ich bald am Ende meiner Weisheit, als es dann über die Gogol hinausging. Ich wusste auch nicht mehr, wie ich diese Zahlen bezeichnen sollte. Und so kam man da seine System zur Arbeit und so weiter, für die Leser zum Erklären oder für die Zuschauer zum Erklären. Ein Gogol ist eine Zahl, eine 1 mit 100 Nullen. Und mittlerweile sind wir schon beim vierten Gogolplex. Ein Gogolplex sind dann jedes Mal 1000 Nullen. Also alles Zahlen, die man so mit dem menschlichen Verstand nicht mehr erfassen kann. Das ist unmöglich. Ja. Aber das ist auch nicht wichtig, sagt Joshua immer. Wichtig ist zu sehen, dass die Energie immer noch steigt und immer noch steigt. Und wenn jetzt jemand noch mit alten Messmethoden sich da reinfühlen möchte, ohne Anleitung, dann kommt er gar nicht mehr klar. Denn wir sind, was wir messen, diese göttliche Schwingung, die ist so enorm hoch geworden. Und ihr seht es ja, was sie bewegt und was sie ausrichtet. Ihr seht, was unser Bewusstsein sich verändert, unsere Umwelt sich verändert, Gaia verändert sich damit und so weiter und so fort. Ja, wunderbar. Du hast ja, wie du schon sagtest, einen ganz engen Kontakt zu Yeshua. Und vielleicht kannst du da diesbezüglich noch was dazu sagen, wie es gekommen ist zu diesem Kontakt, beziehungsweise ja, wie intensive Früchte daraus schon entstanden sind. Weil ich habe hier nämlich gesehen, dass du da auch da schon eine, ja, so eine Tabelle entwickelt hast, ja, mit ihm zusammen, denke ich, Ja, oder alle, ja, alle Tabellen sind von Joshua inspiriert. Sogar alle Bilder, die man sieht, die gemacht wurden zu Channelings oder solchen Nachrichten, die hat Joshua dann ganz präzise mir eingegeben. Ich sehe dann immer das fertige Bild. Das zeigt er mir und dann sagt er aber auch, wie ich es zusammensetzen soll. Und dann mache ich das in einem Programm, Bildbearbeitungsprogramm. Ich habe da persönlich Corel Draw, weil ich den von jung an kenne. Und da kann man schon kleine Wunder vollbringen, sage ich immer, wenn man die richtige Anleitung hat. Auf deine Frage, wieso ich auch diese oder wie dieses Verhältnis von Joshua entstanden ist, da muss ich dazu sagen, das ging auch nicht einfach so ab. Ich wollte ja zu mir selbst finden, hatte in den 90er Jahren schon mal als sogenannter Heiler ein bisschen gearbeitet oder reingeschnuppert. Selbstverständlich muss ich auch sagen, hatte ich von Kind an immer diese Möglichkeiten, verstorbene Seelen zu sehen, also das heißt, Blicke in den Astralbereich werfen zu können, wusste aber damit nichts anzufangen, denn an sich wurde ich bestraft dafür, wenn ich solche Sachen mal erzählt habe. Ne? Ein Beispiel war, dass mein Vater, dass wir irgendwo auf Besuch waren, sonntags und saßen bei uns in Luxemburg, ist das so üblich.
Die Kinder sitzen an einem Tisch, die Großen an dem anderen. Und da war ich, glaube ich, 7 oder 8 Jahre alt. Und dann kommt ein Mann zur Tür herein und ich begrüße den. Ich war gut erzogen, denke ich mal. Ich habe den begrüßt, habe mit dem Mann angefangen zu reden. Nur mein Problem war, dass keiner den Mann gesehen hat, außer ich. Und dann hat mein Vater mir eine Watschen gegeben und gesagt, warum ich mich dann immer profilieren müsse mit meinem Theater. Ne? Und dabei war ich unschuldig, denn ich wollte nur höflich sein, mit dem Mann reden. Und dann das Resultat von dem Sonntag war, dass er mich dann montags zu einem Psychiater geschleppt hat, um zu gucken, ob ich da ganz dicht wäre. So, das waren meine Anfänge als Bub. Und jetzt wieder zurück nach Sizilien. Dort war ich dann praktisch stundenlang, tagelang, war ich da nicht in meinem Körper, ich war im Astralbereich. Ich saß auf der Terrasse, manchmal 10 Stunden, 12 Stunden. Ich bin nicht mal im Gesicht verbrannt gewesen, obwohl ich in der prallen Sonne saß. Und damals habe ich da keine Erklärung dafür gefunden. Heute weiß ich schon, dass die mich dann beschützt haben oder Joshua mich beschützt hat. Und in der Form kam dieses Feeling, dass Joshua immer bei mir ist. Andere müssen sich verbinden und rufen, wenn sie Nachrichten haben wollen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann festgestellt, egal, ich brauche nur den Bauch ein bisschen einzuziehen, dass mein Verstand, mein normales Ego ausgeschaltet wird. Und in dem Moment, dann bin ich verbunden mit ihm. Und er gibt mir an sich diese Worte ein, auch die ich jetzt lese, denn das sind seine Worte. Ja, wunderbar. Die Energien, denke ich, sind auch für unsere Zuschauer hier sehr präsent. Also ich kann da eine sehr hohe Schwingung heute hier wahrnehmen in unserem Webinar. Und ja, ich finde wunderbar, wie du ja, über deine Erlebnisse mit Joshua und überhaupt in der neuen Zeit spielt er ja diesbezüglich auch eine Rolle, weil er ja, sich über viele Menschen nun offenbart, wie zum Beispiel auch über dich. Eine andere Sache, die auch ganz spannend ist, du hattest ja erzählt, dass ihr diesbezüglich Kontakt habt mit Außerirdischen. In meinen ja, in den letzten Monaten ist für mich selbst dieses Thema auch immer spannender geworden. Und auch selbst diese Sendung heute hier, ja, die ist auch auf Anregung gekommen von der geistigen Welt. Und zwar haben sich über Conny sich ja, Außerirdische gemeldet, Wesen von dem arkturischen Stern. Und sie wünschten sich diesbezüglich, dass wir Menschen jetzt auch, ja, einerseits aktiv werden und uns öffnen. Die erste Annäherung ist ja seit Jahrzehnten, können wir sagen, schon passiert. Diese erste Annäherung, dass Medien wie du zum Beispiel, Gio oder Conny, ja, sich öffnen und auch viele andere. Ich möchte ja gar nicht auf jetzt die ganzen da eingehen, die es da gibt, Lee Carroll und viele, viele, die sich eben für die Geistwesen, die wir vielleicht am ehesten als Außerirdische bezeichnen, dass wir es uns dafür öffnen. Aber ihr habt ja auch ein Projekt, ja, Cosmic Society, wie ich gesehen habe bei YouTube, in euren Zusammenkünften, die ja, glaube ich, regelmäßig stattfinden, kommen ja einige Personen, dazu. Sechs Leute, da sehe ich da meistens, oder mal vier, aber auch oft sechs, so wie ich gesehen habe. Und ja, ihr das habt ist da an sich die Gruppe. Die eure Gruppe, Gruppe, ja? die sich zusammenfindet. Unser Initiator, will ich unbedingt dazu sagen, das ist der Alfred Steinecke. Er hat dann schon viele Gruppen gegründet auf Facebook, Sternensaaten und so weiter heißen die. Und das hier war eben die Gruppe zur Vorbereitung zum Erstkontakt.
Und was jetzt fantastisch ist, das ist eine so geniale Seele. Unser Alfred hat eine komplette Plattform geschaffen und sich so viel Arbeit darin investiert, wo ich immer wieder danke dafür. Und diese Plattform ist ein Segen für uns alle, denn da können wir verbunden sein. Und ohne jetzt die negativen Energien, die einer großen Plattform wie Facebook zum Beispiel anhängen, da sollte man sich so wenig wie möglich drin aufhalten. Haltet euch bitte ein guter Rat an alle, wegen den negativen Energien am besten auf solchen Plattformen auf. Und da, je mehr wir dort werden, das sind Plattformen, die jeden Tag öfters energetisch gereinigt werden. Mit Joshua will ich immer dazu sagen, ich reinige auch mein Facebook-Profil und so weiter. Ulrike reinigt ihres. Und diese Reinigungsmethoden, das ist mit das Wichtigste, was im Moment in unserer neuen Zeit geschehen sollte, dass wir uns befreien von allen negativen Energien. Und negative Energien sind sehr, sehr viele, die auf uns zukommen vom Außen her, das ist klar. Aber die meisten erschaffen wir auch selber durch Gedankenformen. Und das ist den wenigsten ein Begriff. Und Gedankenformen, das sind die schlimmsten, weil sie von uns selbst erschaffen sind. Haben wir die meisten Probleme, sie dann auch selbsttätig durch uns selber wieder aufzulösen und zu entfernen. Und diese Punkte, das ist auch in unserem Workshop, und da danke Robby, will ich dazu sagen, wir machen diese Workshops jetzt schon, solange wir zusammen sind. Und diese Workshops konnten wir immer bis jetzt nur so in der Form bewerkstelligen, weil wir hatten manchmal 30 Leute, mehr 40 Leute und so weiter. Aber in der Form, den Menschen das bekannt zu machen, das war bis jetzt noch nicht möglich, weil ich mich immer gegen diese Webinare gewehrt habe. Und jetzt kommt der Robby auf mich zu, lädt mich ein und so lerne ich dieses System in einer Einfachheit kennen und wertschätzen, wie man mehr Menschen und schneller. Und darum haben die das auch wahrscheinlich von oben so geleitet, damit man mehr Menschen mit dieser Reinigung erreichen kann. Denn je schneller wir rein werden, desto besser ist das für uns alle. Auf jeden Fall, da sprichst du, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Aufstieg bedeutet, so wie ich es verstehe, dass wir auch uns immer mehr als Lichtwesen verstehen einerseits und auch verstehen, dass alles Energien sind und dass nicht jede Energie Licht ist, also von einem Grundwesen schon, aber es gibt eben lichtärmeres Licht, so wie ich es immer nenne, also niedrig schwingendes Licht. Wir würden es als dunkle Energien beschreiben oder als negative Energien und dann gibt es eben höher schwingende Energien und dass wir jetzt zur Zeit des Aufstiegs ein Bewusstsein erlangen, dass wir Verantwortung übernehmen für unseren Energiekörper. So wie wir vor circa 200 Jahren erkannt haben, mit der Geburt der Naturwissenschaft und dem Siegeszug der Naturwissenschaft, der Siegeszug der Medizin, Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts, dass eine Hygiene auf der physischen Ebene sehr, sehr, sehr wichtig ist, damit wir unsere Lebenszeit und Lebensqualität verbessern. So ist es jetzt wichtig, dass wir ein Bewusstsein für unseren Energiekörper gewinnen. Und das bedarf mindestens genauso eine Zuwendung wie der physische Körper, sprich, er bedarf einer täglichen Hygiene, einer täglichen Reinigung. Insofern sprichst du da was ganz Wichtiges an, die Reinigung. Und wie ich mitbekommen habe, ist das ja eins, im Grunde eins deiner oder eurer großen Themen, ja? Also eins eurer wichtigsten Botschaften diesbezüglich, beziehungsweise auch Schwerpunkte in eurer Arbeit. Also die Reinigung beinhaltet ja nicht nur die energetische Reinigung, sondern beinhaltet auch die Aufklärung
an alle Lichtarbeiter, dass es nicht genügt, energetisch rein zu sein, sondern auch körperlich. Das heißt, was wir unserem Körper zuführen, denn wir vertragen zum Beispiel fast gar nichts mehr in der Ernährung, was noch in irgendeiner Form, sage ich mal so, tierische Stoffe enthält, die mit niedrigen Energien anhängen, das heißt, wo Tiere umgebracht wurden und so weiter. Und das ist aber allein, das könnte man schon ein Thema, einen Vortrag machen über eine Stunde, nur über die Ernährung zu reden. Ich will nur Folgendes noch dazu sagen. Wir wollten an sich heute Abend, und ich denke, es ist vielleicht jetzt von der Zeit her der Zeitpunkt, dass man zwei Dinge macht, die wichtig wären, wenn alle einverstanden sind. Die nicht einverstanden sind, mit einem kleinen Leckerbissen, sage ich dazu, dass man jetzt vielleicht verstärkt diese Energie fühlt, indem ich euch alle einmal energetisch reinige. Ja? Wenn da jemand nicht einverstanden ist, der schaltet einfach ab. Aber das wäre schade, denn er sollte auch in den Genuss kommen. Der zweite Punkt wäre der, dass Ulrike danach euch den Weg zeigt. Es gibt auch ein Video davon, wie man diese göttliche Nahrung, diese göttliche Energie in sich hineinziehen kann, auf eine verblüffend einfache Art und Weise, wo ihr bewiesenerweise, wir messen immer vorher, nachher, ist jetzt bei den eine Menge Leute schwierig zu bewerkstelligen, aber man kann dann feststellen, wie viel jedes Mal der Energieanstieg in jeder Seele ist, wenn er sich so diese Prana-Nahrung reinzieht. Der Prana, habe ich jetzt das Wort gesagt, das ist auch mein Ziel, dass ich nicht nur wie jetzt 80-90% Lichtnahrung mache, sondern dass ich 100% Lichtnahrung machen kann. Das habe ich mal 8 Monate fertig gebaut in diesen 5 Jahren, wo ich hier bin. Und es war ein Erlebnis besonderer Art. Und da könnte man wiederum Stunden drüber erzählen, wie fantastisch das ist. Ja. Ja. Wunderbar. Ja, ich denke, lass uns einfach sonst gleich mal starten mit der Reinigungsmeditation, würde ich sagen. Ich denke, dass die meisten Lust darauf haben, Interesse haben, ja, und würde ich sagen, leg einfach mal los. Da ist eine Frage, können sich da auch dunkle Energien einklinken? Vielleicht kannst du noch was dazu sagen. Also dunkle Energien können sich in der Form nicht einklinken. Schützt euch einfach, aber öffnet euch nur für die göttlichen Energien. Sowieso gebe ich euch ein paar Anleitungen. Und allein durch diese Anleitungen, die ihr jetzt befolgen könnt, wenn ihr das möchtet, werdet ihr automatisch mit dem göttlichen Licht verbunden. Und diese Reinigung ist dann noch intensiver. Ich sage euch einfach, so wie Joshua das immer bezeichnet, stellt euch jetzt, setzt euch bitte alle hin, wenn ihr Lederschuhe anhabt, dann bitte schön Lederschuhe, also Tierleichenteile, sage ich dazu, die verhindern immer den Energiefluss, dann legt die bitte ab und setzt euch bitte hin und überkreuzt die Beine nicht. Setzt sie schön nebeneinander, dass der Energiefluss garantiert ist. Dann bitte ich euch darum, dass ihr euch mental vorstellt, ihr seid ein Baum. Ein wunderschöner, kräftiger Baum seid ihr alle. Und ein Baum, der ganz stark stehen soll und kräftig und beweglich sein soll, der baut lange Wurzeln. Und diese lange Wurzeln, geht bitte hin, treibt die aus euren Fußschatten in die Geier hinein. Treibt ganz lange Wurzeln hinein. Mehr, steigert euch. Und dann macht ihr etwas ganz Bewusstes. Ihr zieht bitte den Bauchmuskel ein. Nicht, dass ihr jetzt alle umfallt beim Monitor,
sondern ich dürfte weiteratmen, sollte weiteratmen. Aber zieht bitte den Bauchmuskel ein, dann lasst ihn eingezogen. Und in dem Moment tragt ihr viel tiefere Wurzeln, kann es sogar sein, dass ihr Kribbeln an den Fußschakern fühlt. Jetzt in dieser Position mit eingezogenem Bauch, geht ihr bitte in eure Kronenchakra und eure Krone des Baumes, lasst ihr jetzt hineinwachsen in die göttliche Urquelle, in die Sonne. Man haltet diese Position und jetzt beginnt die Reinigung. Das kann jetzt bei einigen Kribbeln Wärme auslösen. Dann seid froh, dass ihr gute Reaktionen zeigt. Jetzt bitte ich euch noch, guckt einfach in meine Augen. Das hat mit Hypnose gar nichts zu tun. Ich sende jetzt diese Kraft über die Augen zu euch. Das im Moment, was ich gemacht habe, ich habe eure Aura alle gereinigt. So, und jetzt gebe ich euch diese Energie hinein, die jetzt im Moment aktuell da ist. Die ist schon das Dreifache von heute Morgen wieder, von dieser enormen Zahl, die wir hatten, über 6000%. Und die gebe ich jetzt zu euch hinein, über die Augen leite ich euch die zu. Öffnet euch, zieht den Bauch bitte wieder ein und genießt. So, es könnte sein, dass einige von euch vielleicht das Gefühl hatten, jetzt bin ich endlich zu Hause oder es lösen sich Dinge auf. Das ist gut so, ne? Das sollte so sein. Und jeder kann sich selbst da fühlen, was er fühlt, ne? Und genießen. Ich danke euch. Ja, vielen Dank. Eine sehr angenehme Ruhe, Wärme, aber vor allen Dingen Ruhe eben spüren können. Ich bin mir sicher, dass viele das wahrnehmen konnten. Ich habe den Chat jetzt mal angeschalten. Du kannst gern was reinschreiben in den Chat, wenn du was wahrgenommen hast, wenn du gern was mitteilen möchtest, kannst du in den Chat hineinschreiben. Bevor wir eine kleine Fragerunde dann auch vielleicht noch eröffnen, weil vielleicht die eine oder andere Frage da ist, würde ich sagen, dass wir sonst auch dann der Ulrike mal das Wort geben, dass die Ulrike auch mal zu Wort kommt. Beziehungsweise sie hat ja, wie du schon sagtest, noch eine Prana-Meditation für uns. Genau. Und da bin ich auch schon ganz gespannt. Ja, die ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe mal ab an Ulrike. Und nachher kann ich mich ja nochmal verabschieden. Aber nicht, ist auch nicht schlimm. Ich höre gern meiner Frau zu, wenn sie spricht. Okay. Ja, dann kommt die Ulrike jetzt gleich zu Wort. Sie tauschen die Plätze. Ich sehe, dass ihr sehr, sehr positives Feedback in den Chat schreibt. Sehr viele haben Freude, Wärme wahrgenommen. Wunderbar. Ja, und diese tägliche Reinigung ist etwas, was ich dir auch ans Herz legen kann. Ja, wie du Shio schon gesagt hast, es ist die wichtigste Angelegenheit im Grunde, dass wir uns eben als Lichtwesen begreifen und auch unseren Lichtkörper, unseren Energiekörper täglich reinigen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, die Ulrike ist jetzt soweit
bereit, wie ich sehe. Dann bin ich mal ganz gespannt. Ja, ich bin jetzt hier an Chios Platz. Es tut mir leid, dass mein PC so abgestürzt ist, wie man das immer nennen kann. Ich habe leider nichts so mitbekommen von dem Ganzen, aber trotzdem freue ich mich jetzt. Ich denke, wir machen die Prana-Atmung jetzt zusammen, ja? Ja, wenn alle damit einverstanden sind. Das ja, ist immer so nach der Reinigung. Hast du vielleicht das Bild für die, dass die Teilnehmer das sehen können? Welches ist das? Das ist das mit der Person, die da im Wasser sitzt, mit den Chakren. Nee, ich glaube, da ist gar keins dabei gewesen. Oh, hast du es ganz ja, mitgeschickt ich, ja, für ja. die Prana-Atmung, das Bild? Habe ich vergessen. Oh, oh. Ist das sehr wichtig? Ja, man kann sich es einfach besser vorstellen. Ich erkläre das einfach ganz kurz. Also nach der Reinigung, die Prana-Atmung ist dafür da, dass man, also, dass man sein Energielevel erhöhen kann. In dem Prana ist ja alles enthalten. Also in dem Prana ist alles enthalten, was wir brauchen für unser Leben. Und also ob das jetzt Vitamine sind, Mineralstoffe, Heilpartikelchen. Dieses Prana, wenn wir das richtig zu uns nehmen, das kann uns im Prinzip vollkommen ernähren. Also so, dass wir unabhängig sind von anderen Dingen. Diese Prana-Atmung ist einfach jetzt die Kurzversion davon. Besteht aus 3x3 Atemzügen. Ich erkläre es vielleicht zuerst und danach könnt ihr das machen und die Augen schließen und ich sage das dann einfach vor. Ja? Die ersten 3 Atemzüge, also ich stelle mir vor, ich atme tief ein und ich atme durch meine Fußchakren sozusagen ein, ziehe den Atem nach oben durch all meine Chakren hindurch bis weit übers Kronenchakra und beim Ausatmen, ne, gehe ich dann diesen ganzen Weg des langen Atems wieder zurück. Die ersten 3 Atemzüge sind, ich atme Liebe ein durch meinen Körper und beim Ausatmen sende ich die Liebe. In diesen 3 Atemzügen schwinge ich mich auf eine ganz bestimmte Frequenz ein. Also ich sage immer, das ist wie bei so einem Radiosender, wenn man einen bestimmten Kanal sucht, ja, dann also drehen wir an unserem Radioknopf und so kann man sich das auch vorstellen. Also ich schwinge mich in diese Frequenz ein. Die nächsten 3 Atemzüge, stellen wir uns vor, wir stehen in einem Gebirgsbach. Ich sage immer im Himalaya oben, da ist klares, sauberes Wasser mit unseren Füßen. Und beim Einatmen stellen wir uns vor, wir ziehen dieses Wasser beim Einatmen über unsere Fußchakren nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit übers Kronenchakra hinaus. Und beim Ausatmen lassen wir es nach unten fließen und wir stellen uns vor, eine jede Zelle reinigt sich. Alle Schadstoffe, alle Schlacken, die sich so angesammelt haben in unserem Körper, lassen wir mit diesem Wasser nach unten fließen. Das machen wir auch 3-mal. Das ist sozusagen die Reinigung. Die letzten 3-mal ziehen wir auch wieder dieses Wasser über unsere Fußchakren nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit übers Kronenchakra. Und dann stellen wir uns vor, wir öffnen dieses Kronenchakra. Wie eine Lotusblüte, ne? Wird es ja als dargestellt, als Lotusblüte mit diesen ganz vielen Blütenblättern. Und beim Ausatmen lassen wir dieses Prana einfließen, einströmen durch diese Blätter, durch unser Kronenchakra und durch jede Zelle, durch jede Pore in unserem Körper nehmen wir es auf. Und dann können wir es auch an die Stellen lenken, die besonders viel Energie brauchen. Und jetzt würde ich sagen, wir setzen uns hin, wenn alle bereit sind. Schließen die Augen, legen die Hände mit den Handflächen so nebeneinander nach oben auf die Oberschenkel, dass wir auch über unsere Handchakras diese Energien, auch dieses Prana mit aufnehmen können. Und wir atmen jetzt erstmal ganz ruhig ein und aus. Und kein Geräusch kann uns jetzt stören und nichts berührt uns. Und jetzt stellen wir erstmal die Verbindung her und konzentrieren uns nochmal auf unsere Füße, wie sie schwer am Boden stehen und öffnen unsere Fußchakren ganz weit und lassen lange Wurzeln in die Erde wachsen, immer tiefer und tiefer, sodass wir ganz stabil geerdet sind. Und dann gehen wir mental diesen Weg wieder zurück in unser Herz, in unser Herzchakra und öffnen das Herzchakra ganz weit
und verbinden uns jetzt mit unserem höheren Selbst und verbinden uns jetzt mit der göttlichen Urquelle. Jetzt steht die Verbindung. Und jetzt atme ich die Liebe ein und ziehe sie durch meine Fußchakren nach oben, durch meinen ganzen Körper hindurch. Und beim Ausatmen sende ich die Liebe. Und ich atme wieder die Liebe ein über meine Fußchakren, durch meinen ganzen Körper hindurch. Und beim Ausatmen sende ich die Liebe. Und ich atme die Liebe wieder ein über meine Fußchakren, durch meinen ganzen Körper hindurch. Und beim Ausatmen sende ich die Liebe. Und jetzt stelle ich mir vor, wie ich in diesem Gebirgsbach stehe, im Himalaya mit meinen Füßen und spüre dieses Wasser an meinen Füßen. Und jetzt atme ich über die Fußchakren dieses Wasser ein, ziehe es durch all meine Chakren hindurch nach oben, bis weit über das Kronenchakra hinaus. Und beim Ausatmen lasse ich es nach unten fließen und strömen. Und eine jede Zelle in meinem Körper wird vollkommen gereinigt. Und ich atme dieses Wasser des Lebens genannt wieder ein. Über meine Fußchakren ziehe ich es nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit über das Kronenchakra hinaus. Und beim Ausatmen lasse ich es nach unten fließen und strömen. Und alle Blockaden, die ich bereit bin, jetzt gehen zu lassen, lasse ich mit diesem Wasser nach unten fließen. Und ich atme dieses Wasser des Lebens wieder ein, ziehe es über meine Fußchakren nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit über das Kronenchakra hinaus. Und beim Ausatmen lasse ich es wieder nach unten fließen und strömen. Und eine jede Zelle in meinem Körper, ein jedes Organ ist vollkommen gereinigt. Ich atme dieses Wasser des Lebens wieder ein, ziehe es über meine Fußchakren nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit über das Kronenchakra hinauf, was jetzt weit geöffnet ist wie eine Lotusblüte. Und beim Ausatmen lasse ich dieses Prana jetzt in mich einfließen, einströmen. Und ich stelle mir vor, eine jede Zelle in meinem Körper schwingt in der absolut göttlichen Ordnung. Und ich atme dieses Wasser des Lebens wieder ein, ziehe es über die Fußchakren nach oben, durch meinen ganzen Körper hindurch, durch alle Chakren bis weit über das Kronenchakra hinauf. Und jetzt lasse ich dieses göttliche Prana wieder einfließen und einströmen und lenke es jetzt bewusst an all die Schwachstellen in meinem Körper, die besonders viel Heilung und viel Energie bedürfen. Und ich atme dieses Wasser des Lebens wieder ein. Über meine Fußchakren ziehe ich es nach oben, durch alle Chakren hindurch, bis weit über das Kronenchakra hinaus. Und beim Ausatmen lasse ich dieses Prana, dieses göttliche Prana wieder in mich einfließen und einströmen in ein jedes Organ. Und eine jede Zelle schwingt in der absolut göttlichen Ordnung und Harmonie. Und das ist Gesundheit,
Wohlbefinden und Kraft. Und jetzt atme ich wieder tiefer ein und aus und öffne langsam wieder die Augen. Das waren jetzt nur 3 Atemzüge Prana. Wenn ich mal besonders viel Energie brauche, dann kann ich das im Stehen machen und im Stehen kann ich es noch intensiver in mich einfließen lassen, ein- und einatmen. Und ich kann das öfters machen. Nur diese 3x3, das sollte sozusagen das Minimum sein. Ich kann mit mir arbeiten, wenn ich jetzt irgendwo Schmerzen habe. Erst stelle ich mir vor, zum Beispiel, oder ich habe jetzt irgendwie entartete Zellen. Erst stelle ich mir vor, durch diese Reinigung lasse ich diese Zellen lösen sich auf. All das, was nicht in Ordnung ist in meinem Körper, löst sich auf, lasse ich abfließen. Und bei der Prana-Atmung dann lasse ich neue gesunde Zellen entstehen, wachsen, die sich wieder in diesen gesunden Zellverband einfügen. Also, dass wieder die göttliche Ordnung, das göttliche Gleichgewicht sozusagen entsteht. Das ist immer Heilung und Harmonie. Wunderbar. Ja. Ich fühle mich ganz ausbalanciert und ausgeglichen und voller Frieden. Ja, das war jetzt einfach eine Kurzversion und freue mich, dass ich das machen durfte und bedanke mich dafür und ich bedanke mich für die Zuhörer und trotz der kleinen Panne, die wir hier hatten, und aber trotzdem, es war wunderbar. Dankeschön. Ich danke dir für diese Meditation und ich gerne. Weiß ja, dass ihr jetzt seit ein paar Tagen auch eine Akademie hier habt auf Sofenko und ich bin selbst schon gespannt und ich denke auch viele von unseren Teilnehmern hier an diesem kleinen Workshop sind auch ganz gespannt, dann vielleicht mal auch eine etwas längere Prana-Meditation deiner Akademie teilnehmen zu können, wenn ihr jetzt hier aktiv seid. Ja? Also vielen Dank dafür. Ich würde sagen, gerne. Wir räumen jetzt noch mal kurz die Möglichkeit ein. Vielleicht möchte jemand eine Frage an dich, Ulrike, stellen oder an Gio. Für ein paar Minuten haben wir da noch Zeit, vielleicht eine wichtige Frage zu klären. Ja, ist in YouTube. Habt ihr zufällig schon ein YouTube-Video von dieser Übung, die wir gemacht haben heute? Gio, war vorhin immer auch schon die Frage zu deiner Übung oder zu Ulrikes Übung. Gibt es da schon ein Video also vielleicht? Ich sag mal ganz kurz, dann gebe ich den Kopfhörer nochmal an Gio weiter, weil wir hier nur mit einem Kopfhörer eingesteckt sind und er hört jetzt gar nicht, was du sprichst. Auf unserer Webseite haben wir diese Prana-Atmung als YouTube-Video stehen. Also das ist noch da. Kann man sich anschauen. Wunderbar. Ja. Auf eurem YouTube-Kanal? Genau. Jetzt Moment mal bitte. Wie ist es mit der Prana-Atmung? Auf welchem Kanal ist das dann? Das ist auch auf YouTube, wo das geguckt werden kann. Ich müsste jetzt selbstverständlich gucken. Auf der ich schaue gleich mal bei euch. Also da steht nicht, wir haben ja 2 Webseiten. Einmal haben wir die Foundation for Healing Arts, das ist die Hauptseite. Und dann haben wir Praxis Sumeria. Und bei Praxis Sumeria, da haben wir Meditation mit Ulrike, da müsste das sein unter dem Titel. Genau. Ja. Und ich wollte dir besonders danken, Hobby, dass wir da mit dabei sein durften. Und auch danken, dieses System kennengelernt zu haben. Ich kannte es zwar schon vorher, ich hatte nur immer ein bisschen Abneigung dagegen, weil ich wegen der Technik wahrscheinlich abgeschreckt war. Aber ich kann nur was sagen, da schreibt jemand, wir haben doch schon die violette Flamme oder Saint-Germain mit dem Schutz, das hört man ja oft. Ja, Ulrike
Ulrike sagt gerade, dass jemand da gesagt hat oder geschrieben hat, wir haben ja die violette Flamme. Klar, es gab in der Zeit sehr, sehr viele Reinigungsmethoden. Und da möchte ich noch eins dazu sagen, diese Reinigungsmethode will ich jetzt nicht sagen, das ist die beste, aber ihr könnt sie ausprobieren. Da, wo andere gescheitert sind, das hat damit zu tun, dass die Energien so stark gestiegen sind in dieser unserer neuen Zeit. Und diese neue Zeit bedingt auch einen Workshop der neuen Zeit zur Reinigung in dieser neuen Zeit. Und das ist das, was wir jetzt schon einige Jahre machen. Und diese Workshops werden regelmäßig abgedatet, auch durch Joshua, mit Joshua. Das dritte Mal, und ne? Ja, das dritte Mal, was wir schon abgedatet haben. Und aufgrund von deinem lieben Zutun, Robby, habe ich dann sofort ein Webinar gestartet, wo man diese Reinigung lernen kann. Und da kannst du mir vielleicht nachher noch ein paar Tipps geben, wie ich dann diese Gäste vielleicht auch einladen darf, damit sie den Kontakt haben. Ansonsten ja. War es wunderschön bei euch. Ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr einfach mal in die auf diese Fengo-Seite schaut oder bei Gio auf die Facebook-Seite, da findet ihr dann auch alle Daten, Webseiten und auch der Hinweis zu dem neuen Workshop über die Reinigung, der jetzt bald stattfindet. Schaut einfach mal auf die Facebook-Seite vom Gio beziehungsweise in die Akademie, wenn es euch interessiert. Und ja, ich denke, wir bleiben auf jeden Fall auch in Verbindung, beziehungsweise die Zuschauer hier, die dich jetzt kennengelernt haben, werden dich dann auch ab sofort Facebook verfolgen, wenn sie das Interesse haben und so im Kontakt bleiben. Ja. Gio, ich werde sicher dann noch in die Arme greifen bei dem einen oder anderen. Wenn du Fragen hast, bin ich da gern da und kann dir da diesbezüglich weiterhelfen. Ja, danke ansonsten, dir, gerne. Ansonsten, wenn du dieses Video in der Wiederholung anschauen solltest, dann findest du alle Links auch in der Beschreibung unten, findest du alle Webseiten-Links zum Gio. Okay. Und so weiter. Brauchst du einfach draufklicken, dann kommst du dann zu den Webseiten. Ich kann das dann nur empfehlen. Ganz, ganz spannende Arbeit, die da Gio und die Ulrike machen. Und ja, insofern sind wir dann auch langsam ans Ende gekommen. Die meisten Fragen, die ich gesehen habe, haben wir da beantwortet. Ja, und ich denke, dass wir sicher auch nochmal in einer anderen Form zusammenkommen werden. Hat mir auf jeden Fall viel Freude bereitet und ja, war echt ein sehr, sehr, sehr schönes Webinar. Ich danke euch beiden, dass ihr teilgehabt habt an diesem Webinar. Tore ins Licht und es sehr, sehr schöne Energien sind geflossen. Und auch, wie ich sehe, die Teilnehmer alle, ja, ich sage einfach mal alle, die meisten auf jeden Fall, so wie der Chat hier rege fließt, sind auch sehr begeistert von euch gewesen, von euren Meditationen. Und ich bin mir sicher, dass ihr da auch vielleicht in Zukunft auf Sofenko und eurer Akademie dann ja, weitere Webinare anbieten werdet. Das bietet sich ja einfach an, da diese Methoden, dass man die noch mehr kennenlernt. Und ich denke, je mehr Menschen einfach darauf achten, sich zu reinigen, ihr Umfeld zu reinigen, ja, desto höher fließen die Energien in uns hinein, in die Menschheit hinein. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Insofern vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut. Ich danke euch, ihr lieben Zuschauer, dass ihr dabei gewesen seid. Und ja, ich gebe euch mal kurz das Wort, wenn ihr noch mal was sagen kurz wollt. Soweit. Ja, ich wollte nur noch einen Zusatz dazu sagen, wenn es eine Tore des Lichts ist, schon allein vom Namen her,
so fantastisch gewählt. Tore ins Licht, sorry. Tore ins Licht. Und ein Riesentor ins Licht ist unser Hauptsorgenkind, sage ich mal so, in unserer heutigen Welt. Das ist unsere Ernährung. Und gerade Lichtnahrung, da wird es sich schon lohnen, vielleicht, dass, wenn der Robby das vielleicht will, dass ich da gerne nochmal mit der Ulrike euch Erklärungen abgeben würde, ein andermal vielleicht, über diese Tore ins Licht, wie ihr noch schneller so ein Tor euch öffnen könnt, ihr Lieben alle, wenn ihr über Ernährung mal ein bisschen präziser nachdenkt. Und um präziser darüber nachzudenken, solltet ihr aufgeklärter werden, was heutzutage mit unserer Nahrung geschieht. Ich danke euch auch dafür. Auf jeden Fall. Ich denke, dass wir da sicher nochmal ein Webinar zusammenhalten werden, auch über die Ernährung sprechen und wie Conny schon sagt, dass da einige folgen werden. Ja, dieser Name, wie gesagt, ist da auch gar nicht von mir ausgedacht, sondern auch übermittelt worden. Und ja, und mit jedem Webinar werden wir Tore ins Licht manifestieren. Ja, wunderbar. Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart. Wir werden sicher noch ein weitere Webinare halten. Insofern sind wir jetzt langsam ans Ende angekommen. Liebe Zuschauer, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich danke für euer Vertrauen. Es hat mir eine große Freude gemacht, zu dritt heute dieses Webinar zu halten. Danke, dass ihr dabei wart bei der ersten Ausgabe von Tore ins Licht. Ich werde euch über künftige Veranstaltungen dann wieder rechtzeitig informieren. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Zeit. Ja, wir kommen ja jetzt in die Schützezeit hinein. Ab Sonntag steht die Sonne in dem Schützen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau dir die Aufzeichnung von Kosmos und Seele, die Sterne im Dezember an. Da habe ich über diesen Aufstiegsprozess, der jetzt gerade in den nächsten Wochen in den Vordergrund rückt, ausführlich darüber gesprochen. Ganz, ganz spannende Energien zum Ausklang des Jahres 2015. Ansonsten wirst du dann weitere Infos erhalten in meinem Newsletter bzw. auf meiner Facebook-Seite und natürlich auch auf der Facebook-Seite vom Gio, der sich sicher freut, wenn du seine Beiträge auch verfolgst. In diesem Sinne, einen schönen Abend, eine schöne Zeit und bis bald. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao.